So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe Alien Isolation. Krank wie eh und je, es ist ganz schön hardcore, es ist jetzt schon fast 2 Wochen. Ich war gerade wieder eben draußen. Und ich bin nicht belastbar. Also das ist jetzt 5 Stunden weg gewesen, jetzt aus dem scheiß DPD-Paketshop. Sterbe feiner. Nix mehr drin im Tank. So, Alien Isolation, wir sind ja da jetzt. Ich bin jetzt da ja schon eine gute Stunde da im Kreis gelaufen, da auf dieser scheiß St. Christopher Krankenstation. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt guckst du doch mal in so ein Let's Play-Video von wem anders rein. Und dann habe ich das gesehen innerhalb von 30 Sekunden. Und, pass auf, wir haben ja schon bei Dr. Lingard im Computer den Code gefunden. Und da ist übrigens die Codekarte, die wir da dann gleich brauchen, die nächste Tür. Und wir wissen diesen Code auch schon, 2505, diesen Computertext haben wir ja schon gelesen. Aber vielleicht müssen wir dann doch erst noch mal hier dieses Feuerchen ausmachen und vielleicht noch mal an den Computer. Da, siehst du, der Code lautet 2505 Lingard. Ah, jetzt können wir auf einmal eingeben. Obwohl wir ja eigentlich vorher ja auch schon wussten. Das ist ein bisschen doof hier in dem Spiel. Das war jetzt schon ein, zweimal so, dass, obwohl man es eigentlich weiß, beziehungsweise ganz am Anfang mit diesem Stromding, obwohl man das schon gemacht hat, man muss noch andere Sachen machen. Also, versteht ihr jetzt, um das zu triggern, um das auszulösen, dass das hier freigeschaltet wird. Obwohl wir das eigentlich schon gelesen und, ne, wir wissen es ja eigentlich schon, aber wir müssen doch das Feuer da ausmachen. Warum? Ja? Das würde auch, hätte jetzt auch ohne funktioniert, weil wir können ja andersrum da auch in den Raum reingehen und wir müssen jetzt mit der Codekarte sowieso in den anderen Bereich rein. Das ist diese Trigger für diese Skripte hier, die sind ein bisschen dumm. Jetzt ist wieder Neuland. Und bis hierhin habe ich auch dieses, das war auch wirklich, kann man auf YouTube gucken, San Cristobal Keycard auf YouTube bei Alien Isolation. Da war genau auch nur diese eine kurze Sequenz, so wie jetzt hier, wo das mit dem Code eingegeben, Schlüsselkarte raus, ab zur Tür aufgemacht. Und hier habe ich dann aufgehört zu gucken, ab jetzt. Ich weiß wirklich nichts mehr. Hier ist alles im Eimer serviert. Ich
Leuchtlos. Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen wir nicht bis zum Hals in dieser Scheiße sind. Sollten wir das vielleicht überprüfen? Stellen Sie uns nicht auf die Probe. Das war's. Letzte Warnung. Ich tue euch doch. Was ist mit denen los? Schießen die mich einfach über den Haufen? Was ist denn mit denen los? Samuels, bin schon unterwegs. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Andockzulassung angeben. So, dann gehen wir erstmal rechts rum. Elektroschockalarm. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Es wird ein Abenteuer. Aha! Du meine verpasst, du Arschloch! Der Alien ist ja auch hier, ne? Auf der Terminale. Dies ist eine formelle Beschwerde der Krankenstation. Ich möchte nicht von einem Androiden behandelt werden, egal welcher. Ich bin der leitende Einstellung von Siegs mit beträchtlich finanziellen von Sebastian und ich warte eine gewisse Behandlung und zwar ausschließlich von Menschen. Beide müssen auf. Wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren.
Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass es schnell war, aber Sie scheinen überzeugt, dass Sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Na, endlich raus. Ich wollte B drücken, für weil ich die Kanone auswählen wollte. Aber wo sind die Typen? Da waren eben noch diese zwei, drei Leute da. Ich brauche ein bisschen aufmachen. Oh, ich habe mir eine Jogginghose bestellt, Alter. Richtig geil, diese alten da. Diese Stoffhose in Grau, ey, geil. Früher hatte jedes Kind so einen Jogginganzug. Da warst du zeitlang total der Assi, wenn du sowas hast. Und jetzt ist so eine scheiß Jogging-Facke wieder in und total teuer. Leichter identifiziert. Ja, Laborberichte geheim, Schlussfolgerung geheim. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Das sah jetzt nicht ganz so gut aus hier, dieses, die Alien aufplatzen wurden. Bauen mit Ethanol. Hier bestimmt so eine Rauchgranate. Ne? Wieso kann ich die nicht bauen? Ist doch alles da. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich da das nicht bauen kann. Ethanol. Ein Sensor ist auch da. Und ein Bindemittel. Schrott habe ich auch. Oh, da drüben ist einer. Ja.
erholt er sich erstmal schön. Nein. Ah. Jetzt bin ich wieder hier, Alter. Nee. Nee, da hab ich aber keinen Bock nochmal. Jetzt mach ich was anderes. Aber wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Aber dass ich da auch nicht speichern konnte. Ich habe übrigens mal nachgeguckt bei den Erfolgen von dem Spiel. Wir sind jetzt in Level 6 oder Kapitel 6. Und es gibt 18. 18 Abschnitte, 18 Level, 18 Kapitel. Kann sein, dass die manches ganz schneller geht oder so, aber auf jeden Fall sind wir dann noch ganz schön weit am Anfang. Das dauert also noch ein Weilchen. Geil, Junge. Ne, Alfred? Bin ich gerade auf Fußboden hier mit einer Packung Taschentücher. Ja gut, da werde ich jetzt erstmal, weiß ich nicht, Mittagessen machen. Lecker Pizza belegen, doch zusätzlich mit Zeug.